So, weitere Folge auf QRS. Ich weiß nicht, vielleicht ist jetzt das die letzte. Sicher die zweitletzte, aber ich denke, jetzt kommen wir noch zum Showdown mit dem Brötchen. Sieh mal, ein Ausgang! Gott beschützt uns! Ja. Gott! Das Ziel ist jetzt Spiel. Was ist mit dir los? Du zitterst! Ich habe Zeit verloren. Da. Thomas war nicht am Tor und Ray kämpfte wie ein Löwe. Beinahe hätten wir es dort nicht lebend herausgeschafft. Noch immer war er völlig außer sich. Es dürstete ihm nach Rache. Also erzählte ich ihm vom Medaillon. Ich hielt es für ein Märchen, aber dadurch würde er zumindest ein wenig abgelenkt. Und dann erwies es sich als wahr, als real. Das Medaillon führte uns zum Eingang einer uralten Kammer, deren Tür bereits geöffnet war. Ich hegte einen Verdacht. Thomas, irgendwie wusste ich es. Wir folgten einem blassen Schein durch einen jahrhundertealten Korridor, als ich plötzlich verstand. Ich wusste, was zu tun war. Ich musste meine Brüder retten. Du würdest das schaffen. Ich habe dich davor gewarnt, mir noch einmal eine Frau wegzunehmen, Thomas. William? Du hast gesagt, er sei tot. Juan hat das behauptet. Ich habe dich gewarnt. Oder etwa nicht? Thomas, hör auf! Er wird dich töten! Ich habe euch geliebt. Und ihr habt mich belogen und betrogen. Was willst du von mir, Ray? Gerechtigkeit. Oh mein Gott! Ich habe versucht, meine auf Abwege geratenen Brüder wieder zurück in die Obhut des Herrn zu führen. Und versagt. Jetzt sind sie Todfeinde. Warum? Wofür? Eine Frau? Gold? Meine Worte tragen keine Früchte mehr. Aber vielleicht kann ich Ihnen zeigen, dass es mehr gibt als Stolz, Gier und Lust. Ich lasse nicht zu, dass du ihn tötest, Ray. Das geht dich nichts an. Wenn du ihn willst, musst du zuerst an mir vorbei. Aus dem Weg! Ray, um Himmels Willen, er ist unbewaffnet! Du weißt, zu was ich fähig bin, Ray. Auch ich bin jetzt ein Mörder. Genau wie du. Ich sag's nicht nochmal, Kleiner. Aus dem Weg. Ich ziehe auf drei. Eins. Tu das nicht. Zwei. Nein! Drei! Nein! Und
Hat er das kapiert? Ich war nie abergläubisch, aber vielleicht ist dieses Gold tatsächlich verflucht. Wie konntest du überleben, Barnsby? Keine Ahnung. Der Apachenhäuptling zerschnitt die Fesseln und ließ mich frei. Ohne ein einziges Wort. Eure Fährte zu finden war nicht schwer. Muss der Wille des Herrn gewesen sein. Mit Hilfe des Goldes kann ich eine neue Armee für die Konföderation ausheben. Unter meinem Kommando wird der Süden wieder auferstehen und dieses Mal siegreich sein. Du hast deinen gottverdammten Verstand verloren. Und nun werdet ihr beiden für eure Feigheit und eure Fahnenflucht bezahlen. Das nimmt kein Sinn mit dem. Ja, ist jetzt schwierig. Jetzt viel mit ihm gespielt, bleibt ihm. Aber er ist echt ein bisschen Arschloch. Tötet sie, Männer! Marissa, lauf nach oben! Lauf! Wir werden hier alle sterben. Scheiße. Selbstmord gestürzt, ich bin falschen Ort rauf. So ein Scheiß. Was geht hier vor? Wir werden hier alle sterben. Was da ist er. Ich lebe nie rauf. Das kann doch nicht sein. Lauf! Das ist ja nur schräg.
ještě méně než koule, které se to jde. Das ist ein mühsamer Abschluss. Okay.
so gut wie tot, Barnsby. Hörst du? Wie viele Kugeln hast du noch? Komm her und sieh selbst nach. Die Reise ist hier zu Ende, Barnsby. Deine Träume werden hier begraben und du stirbst zusammen mit uns. Wir haben die hier doch noch Hauptstadt. Was ist mit den Südstaaten, Barnsby? Bist du bereit, alles zu verlieren? So wie ich meine Familie verloren habe? Ein fairer Kampf zwischen dir und mir. Möge Gott den Rechtschaffeneren schützen. Oder seid ihr zu feige, Mann gegen Mann zu kämpfen? Er gehört mir. Das gehört im letzten Kampf nicht. So eine Fight. Schwach. Positioniert war. Meine Konzentration ist langsam am Arsch. Schnell. Wieder mal die Waffen mögen sein. Wenn die Seitwärtsschritte machen, ist es schon wieder eine Position, die kann schalten zu laufen. In jenen grausamen Tagen waren wir zu dritt. Und ein jeder von uns wäre für den anderen durch die Hölle gegangen. Solange wir zusammenhielten, konnte es keiner mit uns aufnehmen. Drei Brüder. Von uns dreien war William der Beste. Ein Mann des Glaubens, der sich opferte, um meine Seele zu retten. Wie der Erlöser, der für unsere Sünden starb. Wie Running River, der den Mörder seines Sohnes verschonte. William wollte, dass ich durch sein Opfer zu Gott finde. Und das tat ich. Das Gold ließen wir zurück. Es war verflucht. Ich legte meine Waffen nieder und widmete mein Leben Gott. Ich wurde zu dem Prediger, der mein Bruder William immer sein wollte. Und
Ich schloss die Ehe zwischen Thomas und Marissa. William, ich weiß, dass du auf uns herabsiehst. Du sollst wissen, dass dein Tod nicht vergebens war. Auch wenn nichts mehr so wie früher ist, bleibt eines unveränderlich. Wir sind eine Familie. Ja, das war so gesehen. Ende? Wer hat's gedacht? Ja. Stühle. Ich weiß nicht, ob wenn man eine andere Figur Alba gewählt hätte, ob es einen anderen Geschichtsverlauf würde. Aber ich denke nicht. Aber alles in allem ist es cool zu gehen.